Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Black Mirror 2. Ich bin natürlich mal wieder das Bruce und bin Darren Michaels oder vielleicht Adrian Gordon. Ich weiß es noch nicht so genau, aber das kriegen wir vielleicht in dieser Folge raus. Und wir werden jetzt die Kugel mit dem Wandspiegel benutzen, weil das Sinn macht und weil das der gemeine Cliffhanger der letzten Folge war. So, jetzt gucken wir doch mal. Passt! Die kleine Kugel rollt über den äußeren Kreis. Jetzt muss ich irgendwas einstellen. Ich schätze, sie soll in die Mitte. Aha. Na, dann schauen wir mal. Also das nächste Rätsel. Hä? Was? Geschafft. Aha. Der Spiegel ist eigentlich eine Geheimtür. Das sieht voll danach aus, als wenn du da reingehen solltest. Das ist wirklich die beste Idee, die du je hattest. Man kann nicht die geringste Spur von Zerstörung sehen. Das Zimmer ist sogar eins der gepflegtesten, die ich im ganzen Schloss gesehen habe. Es sieht aus wie ein Kinderzimmer in einem alten Film. Ein Mädchenzimmer. Sieh an, hier liegen ja noch mehr kleine Kugeln. Ich hatte mich schon gewundert. Wie in einem Puppenhaus. Ein Himmelbett samt Seide und Spitzen. Wer immer das hier eingerichtet hat, wollte so eine Puppe als Kind. Ja, also ich sag mal, es sieht sehr danach aus, als wenn das ein Zimmer ist, was man nicht mehr anrühren wollte, nachdem jemand verstorben ist, würde ich mal sagen. Ich habe genug von Spiegeln, vor allem in diesem Schloss. So, dann gucken wir mal durchs Fenster. Auch diese Fenster führen in den Innenhof, genau wie im Spiegelraum drüben. Man kann beide Räume nicht sehen, wenn man außen vor dem Schloss steht. Das ist auch genauso gewollt, okay. Gehen wir doch mal an die Schublade hier ran. Das ist doch eine super Idee. Eine Spieluhr aus Porzellan. Und darunter das dritte Mosaikstück. Diese Melodie. Adrian? Adrian, wach auf! Wer? Dein Vater hatte sich sehr verändert. Es hat ihn vergiftet. Es hat seine dunkle Seite hervorgebracht. Ihn in den Wahnsinn getrieben. Es hat mich verbrannt.
Ich war schwanger. Zwillinge. Die Ärzte meinten, es sei ein Wunder, dass ich trotz meiner Verbrennungen, trotz all des Leids, zwei gesunde Kinder zur Welt brachte. Ein Wunder. Zunächst wollte ich euch nicht. Ihr erinnertet mich an ihn, daran, was passiert war, an meine Narben, an den Schmerz. Ich wollte nicht mehr leben. Aber dann, da waren diese beiden kleinen Geschöpfe, hilflos, unschuldig. Ich nahm das Angebot meiner Schwiegereltern an und nach über einem Jahr in verschiedenen Krankenhäusern zogen wir hierher. Ich brauchte ein Versteck. Ich wollte der Welt mein Gesicht nicht zeigen. Ihr brauchtet eine Familie und... ja, ich hoffte, verstehen zu können, wie es zu all dem kommen konnte. Okay, also Catherine hat hier drin gewohnt. Das macht natürlich dann Sinn, warum dieser Raum hier so gut erhalten ist. Und Samuel? Dein Vater wusste nicht, dass ich noch lebe. Und er wusste nichts von euch. Ich habe angefangen, ihn zu hassen. Er hat mein Leben zerstört. Und auch das Leben seiner Eltern. Als er nach dem Tod seines Großvaters hier aufkreuzte, versteckte ich mich hier in meinen Räumen und wartete darauf, dass er wieder verschwand. Angelina war auf dem Internat, weit fort, in Sicherheit. Freunde hatten Victoria erzählt, dass Samuel nach dem Feuer als gebrochener Mann umherreiste und gar nichts Böses mehr an sich zu haben schien. Und dennoch fürchtete ich mich vor ihm. Als die ersten Morde geschahen, ahnte ich, dass Samuels dunkle Seite zurückgekehrt war. Doch Bates beruhigte mich. Er sagte, Samuel mache einen ausgeglichenen Eindruck. Und immerhin wäre das erste Unglück, Williams Tod, schon vor seinem Eintreffen geschehen. Sie glaubten mir nicht, wie schnell und vollständig der Fluch die Kontrolle über ihn gewinnen würde. Bates und Victoria werfen sich das bis heute vor. Was ist es, das mein Vater und mein Urgroßvater in den Wahnsinn getrieben hat? Das Schloss. Es ist das Schloss. Wie meinst du das? Du warst ein fröhliches Kind. Ihr beide wart es. Ihr habt die Krankenschwestern verzaubert und wart meine Sterne in finsterer Nacht. Aber dein Verhalten änderte sich hier im Schloss, Adrian. Wir lebten erst wenige Jahre hier. Da hättest du deine Schwester beinahe getötet. Du bist aggressiv geworden, unberechenbar. Eines Tages hast du Angelina die große Treppe in der Halle hinuntergestoßen. Wie durch ein Wunder brach sie sich nur den Arm. Aber sie hätte tot sein können. Hast du mich deswegen weggegeben? Ich habe dich nicht weggegeben. Wir mussten dich in Sicherheit bringen. Aber so... ich sah Samuels Blick in deinen Augen, Adrian. Ich fürchtete mich vor meinem eigenen kleinen Jungen. Mrs. Michaels, die Köchin, die versucht hatte, mich aus den Flammen zu ziehen und das mit ihrer Gesundheit bezahlte, nahm dich auf. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als ich hörte, dass sich dein Verhalten in den Staaten normalisierte. Du meinst... dieses Schloss hat mich krank gemacht? In den Wahnsinn getrieben? Die Leute hier glauben an einen Fluch, der auf den männlichen Gordons lastet. Vielleicht lautet der Fluch, dass sie sich selber ins Unglück stürzen, solange sie hier leben. Okay, also war Angelina die Schwester. Okay. Ist Angelina hier im Schloss aufgewachsen? Nicht wirklich. Sie besuchte verschiedene Internate und war nur in den Ferien hier. Ein düsteres Schloss und eine Entstellte wie ich sind nicht die richtige Umgebung für ein Kind. Ich glaube, sie war jedes Mal froh, wenn die Ferien zu Ende gingen. Was geschah dann? Warum hat sie mich gesucht? Vor 2 Jahren war sie für einige Wochen zu Besuch hier im Schloss. Sie schlich hier herum, las Bücher. Ich habe nicht geglaubt, dass sie in Gefahr war. Alle anderen Frauen der Familie waren von dem Fluch unberührt, verstehst du? Aber irgendwie hat er sie befallen.
hat ihr eingeflüstert, sie sei für etwas Großes bestimmt, flüsterte ihr von Macht und Ruhm ins Ohr. Verlockend für ein Kind, das vielleicht nie die Aufmerksamkeit bekam, die es gebraucht hätte. Als wir dahinter kamen, dass sie sich mit Dingen beschäftigte, die für ewig im Dunkeln bleiben sollten, haben wir sie von hier fortgebracht. Wir haben den Orden reaktiviert und jemanden beauftragt, sie aufzuspüren, nachdem sie uns entwischt war. Reginald Boris. Richtig. Als er in Biddeford auf ihre Fährte kam, brach blankes Entsetzen im Orden aus. Was würde sie von dir wollen? Dein Blut? Wir gaben Order, alles nur Mögliche zu tun, um Angelina von dir fernzuhalten. Okay. So, dann würde ich mal sagen, wir fragen erstmal über Bates und Victoria weiter. Welche Rolle spielen Bates und Lady Victoria? Sie haben, wie ich, miterlebt, was der Fluch aus einem guten Menschen machen kann. Also haben sie ihr Leben der Aufgabe gewidmet, es nicht wieder geschehen zu lassen. Sie haben den Orden wieder zum Leben erweckt. Einen Orden, der vor Jahrhunderten gegründet wurde, um gegen den Fluch und seine Auswirkungen zu kämpfen. Bis er leider in Vergessenheit geraten ist. Wir alle haben dafür teuer bezahlt. Wer ist Mitglied im Orden? Victoria, Bates, Eleanor und ich stehen hinter dem Orden. Aber die eigentliche Arbeit tun andere. Die junge Miss Welly zum Beispiel. Sie ist die Anführerin. Weil ihr Bruder Vic Samuel zum Opfer gefallen ist. So ist es. Okay. Hat der Orden mich im Bunker eingekerkert und nach Wales entführt? Nein. Wir erfuhren erst durch Miss Welly, dass du hier warst. Wir beschlossen, dich von hier fortzubringen und dir reinen Wein einzugießen. Doch plötzlich warst du wie vom Erdboden verschwunden. Wir befürchteten, Angelina hätte dich erwischt. Angelina war es nicht. Oder zumindest nicht allein. Im Gefängnis war ein Mann mit einer Maske. Das war niemand von uns. Oder zumindest hoffe ich das. Der Orden durchkämmte das ganze Gebiet. Und ausgerechnet in unserem eigenen Versammlungsraum fanden wir dich endlich. Wir betäubten dich und brachten dich nach Wales, in Eleanors altes Schloss. Miss Valley war schon unterwegs, um dich über alles aufzuklären. Doch als sie ankam, warst du weg. Wer hat Angelina ermordet? Wir wissen es nicht. Victoria meinte, vielleicht hätte Angelina sich im Wahnsinn etwas angetan. Indem sie sich selbst mit Benzin übergießt und anzündet? Blödsinn. Ich weiß. Vielleicht haben wir einen weiteren Gegenspieler, von dem wir nichts wissen. Oder kann ich es gewesen sein? Unmöglich. Wir haben dich durch die Kanalisation verfolgt. Du hättest nicht genug Zeit gehabt, an die Klippen zu fahren und sie umzubringen. Dann war es also der große Unbekannte. Ich bezweifle, dass er uns unbekannt ist. Es muss jemand sein, der über alle Vorgänge im Schloss informiert ist und der vom Orden weiß. Einer von uns. Wer? Wenn ich es wüsste, hätte er seine Tat schon bereut. Angelina war ein gutes Kind. Sie hätte sich erholt, so wie du es auch getan hast. Wir hätten sie nur für immer von hier fortbringen müssen. Vielleicht Louis? Vielleicht ist das der Grund, dass er nicht zurück nach Wales möchte, weil er den ganzen Kram hier beenden möchte. Also Louis wäre jetzt so mein erster Gedanke. Und was geschieht nun mit mir? Du musst fort von hier. So weit wie nur möglich. Wir wissen nicht, wer Angelina umgebracht hat. Derjenige könnte auch hinter dir her sein. Du meinst hinter meinem Blut? Deswegen müssen wir dich fortschaffen und dir eine neue Identität besorgen. Und zweitens musst du um deiner selbst willen fort von hier. Dieses Schloss, diese ganze Gegend ist nicht gut für dich. Ich befürchte, dass du dich wieder verändern wirst, wenn du länger hier bleibst. Du wirst Wahnvorstellungen bekommen und vielleicht irgendwann Dinge tun, die du nicht tun willst. Du meinst,
Ich sehe Dinge, die gar nicht da sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es deinen Vater dazu gebracht hat, einen 12-jährigen Jungen abzuschlachten. Also gut. Ich werde gehen. Mom, sehen wir uns wieder? Sprich mit Bates. Er sollte sich um Flugtickets für dich kümmern. Du reist nach Florida. Dort werden wir uns in einigen Wochen wiedersehen. Es ist alles zu viel, das weiß ich. Aber du wirst es eines Tages verstehen. Wir werden darüber reden und ich erkläre dir alles so gut ich kann. Es ist Bates. Ma. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Oder es ist Bates, weil der hat mit Tom gesprochen. Sie wissen es also, Master Adrian. Ja. Warum haben Sie nichts gesagt? Als ich Ihren Akzent hörte, vermutete ich, dass Sie es seien, Master Adrian. Aber ich kannte Sie nur als Kind und aus Erzählungen Ihrer Adoptivmutter. Sicher war ich mir erst, als Sie mir das Foto von Miss Angelina gezeigt haben. Sie wussten von Ihrem Tod? Ja. Die Lady und ich sind heute in aller Früh mit dem Wagen zur Unglücksstelle gefahren. Unsere Quellen bei der Polizei haben uns verständigt. Warum dieses Versteckspiel? Warum haben Sie mir nicht einfach gesagt, was ich wissen muss? Wir wussten nicht, wie Sie reagieren würden. Ich bin vorhin ins Dorf gegangen, um Miss Valley und die anderen zu informieren. Aber ich konnte niemanden finden. Lady Victoria hielt es für das Beste, Sie zu beschäftigen und im Auge zu behalten, bis... Nun ja, Verstärkung eintreffen würde. Das wird nicht nötig sein. Ich gehe freiwillig. Das freut mich sehr. Fragen Sie Louis nach den Tickets. Sally sollte ihn beauftragen, die Tickets aus einem Reisebüro im nächsten Ort zu holen. Ich danke Ihnen, Bates. Wo sind die Ladies? Sie haben sich zurückgezogen. Die letzten Tage waren sehr anstrengend für Sie. Sie wissen, dass es noch einen unbekannten Gegenspieler geben muss? Ja, ich glaube, jemand hat mit Miss Angelina zusammengearbeitet. Jemand aus dem Schloss? Oder aus dem Dorf. Zumindest jemand, der sich gut auskennt. Und der schließlich seine Partnerin aus dem Weg schaffte. Oder war es Sally? Louis oder Sally? Einer von beiden. Aber, na, ich weiß nicht. Eigentlich würde ich ja gerne die Mosaikscheiben dort einsetzen. Im Dorf warten keine Antworten auf meine Fragen. Ja, okay. Kann ich verstehen. Akademie ist kein Thema. Okay. Gut. Dann müssen wir jetzt zu Louis und... ich traue dem ganzen Braten nicht hier. Louis, okay. Ich traue dem nicht. Das ist nicht gut. Irgendeiner vom Schloss hier muss es sein. Hey, Louis! Was ist denn jetzt schon wieder? Sind Sie schon wieder zurück? Wovon sprechen Sie? Bates meinte, er hätte Sally zu Ihnen geschickt, damit Sie zum Reisebüro fahren. Wozu denn ein Reisebüro? Wenn er Sie rausgeworfen hat, kann er Sie auch einfach so in den Zug setzen. Sie meinen, Sally war nicht hier? Hab sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Was soll das? Lügt er? Oder Sally? Oder ist es Bates? Ist einer von den dreien der Mörder? Nur einer von ihnen hat das Grundstück verlassen, nachdem ich hier angekommen bin. Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Ja, darum. Also, es ist halt schwierig, genau. Bates hätte ja vielleicht auch lügen können. Andererseits, wüsste Bates von Adrian? Ah. Um...
Ja, wem kann ich jetzt nicht trauen? Das ist halt die Frage. Ich noch da unten. Im Dorf warten keine Antworten. Ja, keine Antworten. Ja. Es ist ja jetzt nicht schlau, hier anzuklopfen, oder? Dann weiß man doch, dass irgendwie was... Die Tür ist abgeschlossen. Schon sehr seltsam eigentlich. Badezimmer vielleicht? Mein Gott! Sally! Okay, Sally war es nicht. Gut. Sie ist tot! Denk nach, Darren! Bates könnte ihr wirklich den Auftrag für die Tickets gegeben haben. Der unbekannte Gegenspieler hat sie dann ermordet, bevor sie zu Lewis gegangen ist. Das heißt, alle drei könnten unschuldig sein. Oder besser gesagt, nun könnte wieder jeder im Schloss hinter meinem Hals her sein. Naja, außer Sally. Sie ist die zweite junge Frau, die jemandem im Weg stand. Das Fenster ist geöffnet, aber da kann niemand eingestiegen sein. Es dürfte ziemlich schwierig sein, an der Fassade hochzuklettern. Das Fenster ist zu. Das Wasser ist kochend heiß. Oh. Das Wasser ist kochend heiß. So quasi, oh, das ist ja krass, ey. Ihr Gesicht ist ganz aufgequollen. Es sieht aus, als sei sie verbrüht worden. Ekelhaft. Irgendein Bastard hat ihr Gesicht unter Wasser gedrückt. Entweder sie ist ertrunken oder der Schock hat sie getötet. Zeigt sie auf irgendwas? Auf was kann sie gezeigt haben? Hat sich da was gespiegelt? Ich verstehe das nicht. Vielleicht. Nee. Also ich kann hier auch nichts anklicken. Okay, also sie zeigt auf irgendwas. Vielleicht. Das Wasser ist kochend heiß. Das ist ja sowas von komfortabel. Ja, das ist genau das, was da jetzt... Ich werde mein Leben lang nicht mehr... Ja, okay. So. Aber jetzt ist ja mal, also... Ein Kronleuchter... Okay, Vorhänge vielleicht hier nochmal... Viele Dächer, Erker, Mauer. Ja, okay. Hatten wir auch schon mal. Behälter. Ja, nee, eigentlich. Ein Haufen Handtücher. Kleine, große. Nichts als Handtücher. So, oder kann ich hier doch noch irgendwie was rausfinden, wenn ich sie anschaue? Okay, ich drücke auch mal die Leertaste. Nee, also ich kann tatsächlich nur mit Sally interagieren. Mehr geht nicht. Okay. Jetzt auch nicht irgendwie... Ich wüsste auch nicht, was... Also ich habe ja so viele Dokumente hier, das bringt mir alles gar nichts. Ich gehe mal hier wieder aus dem Badezimmer raus. Auf wem war sie im Weg? Was? Ich sollte hier erstmal nach Hinweisen zu ihrem Mörder suchen. Ich will da draußen nicht dem Falschen sagen, dass hier eine Leiche im Bad liegt. Ja, okay. Das ist ein guter... Puder? Puder, Schminke und so weiter. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Naja, wenn sie... Ach, Mensch, ey. Das kocht heiß. Ja, aber was könnte mir das denn bringen, zu wissen, dass das Wasser... Ja gut, vielleicht... Mit dem Wasserhahn nochmal?
Das Wasser ist kochend heiß. Ah, ja, okay. Das kalte Wasser entsteht Dampf. Dadurch wird hier wahrscheinlich... Da steht tatsächlich was auf den Fliesen. Ein B. Wie Bates. Für mich heißt das, dass Bates nicht der Mörder ist. Wie sollte Sally das B an die Fliesen geschrieben haben? Und wann? Als ihr der Kopf unter Wasser gedrückt wurde und sie verzweifelt um ihr Leben kämpfte? Oder nachdem ihr der Schock ein schnelles Ende gemacht hat? So leicht mache ich es euch nicht. Ihr müsst euch mehr einfallen lassen, um mich auf die falsche Fährte zu bringen. Ja gut, das ist richtig, ja. Bates kann ich am ehesten vertrauen. Anscheinend wollte der Mörder, dass ich mich von ihm fernhalte. Ich muss mit Bates sprechen. Der Killer wollte, dass ich den Butler verdächtige. Aber seine törichte Botschaft hat nur das Gegenteil erreicht. Ja, er hatte recht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Der Mörder wird ja nicht... Oh, Scheiße! Das Schloss brennt! Ohne Schutz kann ich da nicht raus. Das Feuer würde mich erledigen. Handtücher. Einige davon sind riesig. Ich nehme eines von den ganz großen. Ah? So. Machst du das bitte nochmal nass? Hervorragend. Es ist triefend nass. Okay. Und dann geht's los. Ich glaube... Tief Luft holen und nichts wie durch. Können Sie mich hören? Adrian, mein Junge, es geht alles zu Ende. Das Schloss. Ganz ruhig. Ich bringe Sie hier raus. Nein. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Schloss verbracht. Und hier möchte ich sterben. Aber... Höre, Junge. Dieses Schloss hat deinen Vater und dessen Vater ins Unglück gestürzt. Lass es nicht auch dich korrumpieren. Wehre dich dagegen. Wie soll ich mich dagegen wehren? Geh fort von hier und komm nie wieder zurück. Du hast dein Leben in Neuengland, das auf dich wartet. Ein gutes Leben, auch wenn du es nie so empfandest. Laufe, Darren Michaels. Laufe und schau nicht mehr zurück. Ich werde fortgehen, aber nicht bevor ich Angelinas Mörder gefunden habe. Ah, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, ich hätte das Feuer zu früh gelegt. Was? Sie waren es? Sie haben Angelina und die anderen getötet? Sie haben das Schloss angezündet und mich gefangen genommen? Ich habe das Feuer gelegt, ja. Und ich habe dich im Bunker eingesperrt. Doch ich bin kein Mörder. Zwing mich also nicht, einer zu werden. Was soll das alles? Was wollen Sie? Keine Zeit für lange Erklärungen. Der Wagen steht bereit. Wir machen eine kleine Reise.
Also schön, Louis. Was haben Sie mit den Gordons zu tun? Warum jagen Sie diesem Hirngespinst hinterher? Mir geht es nicht um den Fluch. Ihm geht's nur ums Geld. Das ist unmöglich. Hallo, Bruderherz. Du bist also immer noch nicht dahinter gekommen? Was? Was tust du? Ich erfülle mein Schicksal. Ich werde Mordreds Macht beschwören und sie mir zu Nutzen machen. Und Boris? Und Sally? Und meine Adoptivmutter? Sie hat geahnt, wer ich war, als ich vor ihrer Tür stand. Sie wollte den Orden warnen. Das konnte ich nicht zulassen. Sie schlug mit dem Kopf auf den Telefontisch. Ich dachte, sie wäre tot. Was war mit Reginald Boris? Der Orden hat ihn mir auf den Hals geschickt, wie ich kurze Zeit nach dem Unfall deiner Mutter herausfand. Boris wollte mich kaltstellen, indem er mir den Mord an Fuller in die Schuhe schieben wollte. Mein Plan war, dich mit nach England zu nehmen. Doch solange Boris in der Nähe war, musste ich befürchten, dass er dich über mich aufklären würde. Also flog ich zurück nach England und rief dich an. Wie nicht anders erwartet, bist du als strahlender Held erschienen, um mich zu retten. Okay. Aber hat Reginald Boris nicht Darren getötet, wenn ich eine falsche Aktion gemacht habe auf dem Boot? Das ist doch schon seltsam, oder? Naja, gut. Was soll das alles? Was willst du von mir? Ohne das Blut eines männlichen Gordons komme ich nicht in die Akademie und den Beschwörungsraum. Du kannst dir meine Enttäuschung nicht vorstellen, als ich erkennen musste, dass Richards Blut nicht funktionierte. Und meine Freude, als ich dich gefunden habe. Du wusstest nicht die ganze Zeit von mir? Nein. Unsere Mutter und die anderen haben das Geheimnis gut gehütet. Doch ich fand Aufzeichnungen, die mir alles verrieten. Ich kam nach Biddeford, um dich mir um den kleinen Finger zu wickeln. Und das hat ja gut funktioniert. Ich wusste, dass uns etwas verbindet und dass du alles für mich tun würdest. Und dein Tod? Wer musste für dich sterben? Die gute Miss Valley hat den Orden wieder aufgebaut, nachdem er fast 100 Jahre von der Bildfläche verschwunden war. Kein Wunder, dass sie sich da so reingehängt hat. Samuel, unser Vater, hat schließlich ihren kleinen Bruder Vic umgebracht. Sie war fanatisch. Ich musste mich vor ihr schützen. Also hast du sie kaltblütig ermordet und angezündet? Und habe damit zwei Probleme auf einmal gelöst. Der Orden hatte seinen Kopf verloren und alle hielten mich für tot. Ich musste nur noch meine Tagebucheinträge fälschen und dich ins Schloss locken. War es nicht ein großes Risiko, mich ins Schloss zu schicken? Natürlich, aber welche Wahl hatte ich? Ich selber konnte ja nicht dahin und Louis hat sich als unfähig erwiesen. Wenn jemand die Scheiben finden konnte, dann du. Ich vermutete, dass du hinter unser Geheimnis kommen würdest, aber für den Fall hatten wir immer noch Plan B. Das Schloss anzuzünden und alle Bewohner zu töten? Wie kommst du darauf? Mom! Und jetzt rein da! Stell dich dorthin, Mutter. Hör zu, Angelina. Klappe! Louis, du bewachst den Eingang. Pass auf, dass niemand rein oder rauskommt. Und du? Lass mich raten. Ich soll die Tür öffnen. Allerdings. Die Scheiben, setz sie ein. Okay. Ich hab Brotkrümel. Irgendwann werden sie mir noch von Nutzen sein. Ich weiß es. Naja, gut. Können wir da nicht drüber reden, vielleicht? Hör mal. Ich glaube nicht, dass es zwischen uns etwas zu bereden gibt. Machst du Witze? Ich... Das heißt, ich habe kein Interesse an einem Pläuschchen. Keine Angst, Mom. Ich hol uns hier raus. Halt's Maul! Sorg lieber dafür, dass wir hier mal vorankommen. Okay, ich glaube, es bringt nichts, hier irgendwas zu versuchen. Wir müssen Dinge tun. Die Scheibe passt genau in eine der Rillen. Auch die zweite Scheibe passt. Fehlt nur noch die letzte. Lass sie doch einfach fallen. Das wäre auch eine Idee. In Ordnung. Alle drei Scheiben sind an Ort und Stelle. Im Steinsockel gibt es drei Rillen. Nur wenige Millimeter breit, aber einige Zentimeter hoch. Im Steinsockel gibt es drei. Das Tor lässt sich mit Hilfe der Steinscheiben öffnen. Wie genau, weiß ich nicht.
Das ist seltsam. Die Kerze auf dem Sockel brennt. Wer hat sie angezündet? Die Kerze einfach mal mit. Eine Dauerbrennkerze oder so, vielleicht? Ah. Vielleicht nehmen wir auch die Öllampe dazu mit. Okay. Ja, okay. So, dann schmeißen wir die Kerze in die Öllampe. Die Öllampe brennt. Die Kerze brauche ich nicht mehr. Ach so, oder so, ja. Okay. Irgendetwas muss es mit diesem Löwenkopf im Lichtschein auf sich haben. Vielleicht kann man ihn reindrücken. Das glaube ich weniger. Schneid dir die Hand an der Wand auf. Ich soll. Mach schon! Tu es nicht, Darren. Du darfst ihr das Tor nicht öffnen. Ich zähle bis 3. 3. Stopp! Ist schon gut, ich tue es. Ja, weil letztendlich kann sie ihn ja töten und dann hat sie auch das Blut. Also ich meine... Ist es? Los, rein da! Beeindruckend. Sieht aber anders aus wie beim letzten Mal. Es sieht so aus, als ob hier schon eine sehr lange Zeit niemand mehr gewesen ist. Das ist erst der Anfang. Ich kann die Macht spüren. Mordred ist hier. Hier ganz in der Nähe. Blödsinn. Die Erbauer der Akademie hatten 8 Auserwählte, die Macht gehütet haben. Nur wenn sich alle 8 auf diese Steinplatten gestellt haben, sollte sich das Tor öffnen. Andernfalls folgte der Tod. So steht es in den alten Schriftstücken. Tja, ich schätze, das können wir vergessen. Wir sind nur zu 4. Sei nicht albern. Dir wird schon was einfallen, Bruderherz. Sie ist vollkommen übergeschnappt. Hilft ja nichts. Anscheinend müssen alle 8 Platten mit Gewicht belastet werden. Aber was, wenn einer der 8 Auserwählten plötzlich und ersatzlos gestorben ist? Dagegen werden die sich doch bestimmt abgesichert haben. Ich sehe mich am besten mal um. Okay, wir gucken uns mal diese Bodenplatten an. Insgesamt 8 in den Boden eingelassene Steinplatten. Mal sehen. Das war nicht so gut. Die hatten sicher eine Reihenfolge, wie die auf die Platten raufgehen müssen. Eine Karte der Gegend um den Ort Willow Creek. Es ist eingezeichnet, wo vor 12 Jahren die Morde stattgefunden haben. 5 Mordschauplätze sind eingezeichnet. Ob die mit dem angeblichen Fluch zu tun haben? Ja, guck. Eine Karte der 5 Mordschau. Hier, Bodenplatte. Bodenplatte. Gut, ich muss doch das sehen, Mensch. Was ist denn los? Zeitungsartikel über die Mordserie des Samuel Gordon. Es muss damals das Thema gewesen sein. Grausame Ritualmorde, Gewalt, mystischer Schnickschnack. Ein gefundenes Fressen für die Presse. Ja, offenbar scheint das ja gar nicht so verkehrt zu sein. Teil eines Gedichts, Tagebuchseite. Was haben wir denn hier alles noch? Meine arme Mutter ist völlig verängstigt. Sie durchlebt das Entsetzen mit Samuel noch einmal mit ihrer eigenen Tochter. Ja. Die Steintür sieht ziemlich schwer aus. Ich denke nicht, dass ich sie einfach so aufbekomme. Okay, dann müssen wir mal gucken. Figuren? Das sollen wohl Gargoyles oder Dämonen oder so etwas sein. Vielleicht sogar der Teufel. Keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht. Okay, Gitter. Schweres Metallgitter. Es sieht nicht so aus, als ließe es sich einfach öffnen. Ein schweres Metallgitter. Okay, genau. Dazu brauchen wir wahrscheinlich die Bodenplatten, ja. Ist das Löcher? Da sind Löcher in der Wand. Mit Sicherheit für irgendeine hinterhältige Falle. Hm.
Angelina? Was ist? Du musst dich auf eine der Steinplatten stellen. Damit ich ein Messer in die Rippen kriege? Ich verzichte. Die Steinplatten haben mit dem Gitter zu tun. Wenn du dich nicht draufstellst, kann ich das Gitter nicht öffnen. Dann soll sie sich draufstellen. Wo soll sie hin? Was willst du überhaupt von mir? Hast du es immer noch nicht kapiert? Was für einen dummen Bruder ich doch habe. Mach das Gitter auf. Du musst nur alle Steinplatten reindrücken. Alleine? Wie soll ich das denn machen? Dir wird schon was einfallen. Okay. Nein, das mache ich nicht. Nein, nicht? Okay, habe ich hier noch irgendwelche Sachen? Ja, okay, die kann ich mir alle angucken. Und eine massive Steintür, ohne Türgriff oder ähnliches. Genau, also da komme ich auch nicht weiter. Sind zwei Steintüren, kommen wir nicht weiter, okay. Wenn ich hier nochmal draufklicke, dann haben wir diese Bodenplatte. Da kam ja was von oben runter. Nein, danke. Ich verzichte. Das hier müsste eigentlich die erste sein. Nein, das mache ich nicht. Oder das ist die erste. Das kann natürlich auch sein. Nein, das mache ich nicht. Ja, aber was machen wir denn? Meine arme Mutter ist völlig ver... Du bist verletzt? Mit dem Schwein habe ich jetzt nichts zu bereden. Ja. Sie ist vollkommen übergeschnappt. Was? Nicht. Nein, das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Okay. Nein, danke. Ich verzichte. Okay. Ist vollkommen. Was? Nicht. Gut, okay. Mal zum Gitter. Ist jetzt gerade nicht. Ein schweres Metallgitter. Es sieht nicht so aus, als ließe es sich einfach öffnen. Ich hab irgendwas vergessen. Achso, da ist ein Zettel. Ah, da ist ein Zettel. Natürlich, der Zettel. Oh, wow. Was bitte? Auf dem Zettel ist ein Halbkreis abgebildet, der aus 8 unterschiedlichen Symbolen besteht. Ich schätze, dass das eine Art Gebrauchsanweisung für die Bodenplatten ist. Auf der dritten Platte von links ist ein Messer oder sowas abgebildet. Außerdem ist links außen eine Blume, links Mitte eine Sonne, rechts Mitte Wasser und rechts außen eine Schneeflocke. Auf dem Zettel ist ein Halbkreis abgebildet, der aus 8 unterschiedlichen Symbolen besteht. Ich schätze, dass das eine auf der dritten Platte von links ist ein Messer oder sowas abgebildet. Außerdem ist links außen eine Blume, links Mitte eine Sonne, rechts Mitte Wasser und rechts außen eine Schneeflocke. Vielleicht fangen wir mit der Blume an, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war nicht richtig. Kannst du mir das nicht einfach mal zeigen? Also, okay. Meine arme Mutter ist völlig... Sie ist vollkommen... Was? Nicht. Oh, muss ich das jetzt echt so aus dem Steg Auf dem Zettel ist ein Halbkreis abgebildet. Ich schätze, dass auf der dritten Platte von links ist ein Messer oder sowas abgebildet. Außerdem ist links außen eine Blume, links Mitte eine Sonne, rechts Mitte Wasser und rechts außen eine Schneeflocke. Okay, also da ist ein Messer. Da ist Sonne, da ist Wasser, da ist eine Schneeflocke. Okay. Ich weiß aber auch nicht, was mir das sagen soll. Was ist, wenn ich auf die Sonne klicke? Das ist nicht schlau gewesen. Das war jedenfalls nicht gut. So, okay. Hä? Ich hab... Also, Gibt's irgendein... Der Zettel von Boris ist in der Mitte durchgerissen. Jahre schon. Seinen Sohn. Seinem Blut. Ne Wut. Vor Gericht.
End in Sicht. Das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Ich glaube, ohne das komplette Tagebuch hilft mir diese Seite nicht mehr weiter. Okay. In der Medaillonhälfte ist man. Tja, Teil eines Gedichts. Kann man das dazu packen? Kann man hier irgendwie irgendwas damit zu tun haben? Also wovon nicht gesprochen wurde, war das hier. Also diese Platten. Nein, es ist halt irgendwie... Ich hätte mir den ja gern mal angesehen, den Zettel. Weißt du, das wäre halt echt eine coole Sache gewesen. So, weil... Ich weiß ja jetzt nicht, was hier noch so zwischen ist. So, also, ich weiß zum Beispiel nicht das zweite Symbol von links. Auf dem Zettel ist ein Halbkreis abgebildet. Ich schätze, dass das auf der dritten Platte von links ist ein Messer oder sowas abgebildet. Ein Messer. Außerdem ist links außen eine Blume. Links Mitte eine Sonne, rechts Sonne. Mitte Wasser und rechts außen Wasser. Eine Schneeflocke. Schneeflocke. Rechts außen eine Schneeflocke. Keine Ahnung. Wirklich überhaupt gar keine Ahnung, was hier abgeht. Eine Karte der 5 Mordschauplätze sind ein. Kann ich das zusammenfügen hier? Nee, kann ich auch nicht. Ja, dann würde ich einfach mal die Schneeflocke nehmen, weil kalt. Nee, ist auch nicht so schlau. Das ist doch doof, ey. So. Also ich meine, viel bleibt ja jetzt nicht mehr übrig. Die hier ging nicht. Ich meine, das ist ja das erste Symbol. So, vom Mord her ist das, glaube ich, das erste Symbol gewesen. Angelina? Was ist? Kann Catherine sich auf die Platte da rechts stellen? Was? Nichts. So, dann will ich jetzt einfach mal da lang gehen. Und sie lässt mich einfach, oder wie? Oh ja. Guck mal, das ist ein schweres Gewicht. Das sind die ganzen Fallen, okay? Warum sind Menschen so kreativ, wenn es um Waffen, Krieg und Kampf geht? Wer so etwas bauen konnte, der hätte auch viel Gutes ersinnen können. Das stimmt. So. Ah, das ist eine Beschreibung. Das ist ja schön. Eine große Tafel mit Balken und Knöpfen. Sieht kompliziert aus. Besser nicht jetzt. Ach so, na denn. Seil? Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ich kann nicht erkennen, wo es hinführt. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammen. Ein riesiger Steinblock. Der dürfte mindestens eine Tonne wiegen. Das Gewicht hält mit Sicherheit das große Gitter unten geschlossen. Mhm. Wir sind ja auch überall Seile und Symbole. Okay. In jedem Seil sind diese Symbole an die Wand. Ich schätze, sie geben irgendeinen Hinweis. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik... An jedem Seil sind... Keine Ahnung, wofür diese Zahnräder gut sind. Wahrscheinlich sind sie mit den Fallen und den Seilen verbunden. Mhm. Ja... Vielleicht können wir dann einmal die Beschreibung angucken oder so. Weiß es ja nicht. Besser nicht jetzt.
wenn ich jetzt, Gott. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ja, okay, vielleicht erzähle ich ihr davon? Vollkommen über. Was? Nicht. Meine arme Mutter ist völlig... Okay, und los. Mit dem Schwein habe ich auch jetzt... nicht. Nee, okay, gut. Habe ich sonst noch was hier? Nee, ne? Das ist alles das Gleiche, okay. Naja, gut. Achso, hier ist noch ein Zahnrad, okay. Dann gucken wir uns das zu an. Fassen. Die Maschinen und Apparaturen sehen ziemlich kompliziert aus. Und sie sind aus Metall gefertigt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Menschen vor Jahrhunderten dazu in der Lage waren. Ein Genie muss das alles geplant haben. Sonst noch was? Zahnräder vielleicht nochmal angucken? Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Rätsel jetzt das letzte ist, weil das wäre ja... Keine Ahnung, wofür diese Zahnräder gut sind. Okay, so, das ist klar dann soweit. So, Symbole, Seil. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ich kann nicht erkennen, wo es hinführt. Kann man das denn irgendwie hier machen? Und hier irgendwas machen? Also ich meine... Das Messer? Zum Seil durchschneiden? Ein Seil, das wohl mit der Mechanik allerdings sieht es so. Was? Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Allerdings sieht es so aus, als ob es gerade etwas oben hält. Oh. Ah, okay. Das heißt also, wir müssten rausfinden, wo welches Seil hinführt, damit wir wissen, okay, wow. Okay, also das hält jetzt gerade irgendwas oben. Aber auch nicht, wie ich jetzt darauf kommen soll, weil ich kann ja jetzt nicht hier die ganze Zeit die ganzen Symbole versuchen zu entziffern, oder? Ich meine, ich sehe in der Regel alle Symbole. Außer bei dem hier. Das hätte mir jetzt Aufschluss gebracht, welche, ja, ne? Ist immer das rote Symbol, was da kommt? Oder ist immer das rote Symbol? Das könnte sein, ne? Okay. Moment, müssen wir mal kurz gucken. Das ist, glaube ich, das P, so, ne? Das, was so ein bisschen aussieht wie ein P. So, das... Ja, das würde ich sagen. Das würde ich sagen. Das wäre jetzt das zweite, meiner Meinung nach. Aber nochmal gucken, ne? Ja gut, das war offenbar nicht richtig. Na gut, ich würde sagen, wir gucken uns das in der nächsten Folge nochmal an. Und dann wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Einfach schaut, lasst gerne ein Like da. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr die wahrscheinlich letzte Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.